Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Knut. Wir befinden uns hier, wie man unlängst erkennen kann, bei mir in meinem Auto, in meinem Passat. Ich bin auf dem Weg an das Event in Burgdorf und ich freue mich megamässig drauf, weil da sind auch ein paar Leute von Playvetia dort und wo ich am Nerven lese. Ja, jetzt gehen wir zuerst mal den Sit abholen und dann schauen wir weiter, wie es weitergeht. So, Station Nummer 1 haben wir geschafft. Ich habe den Swiss-Sit hier. Ich greife ihn hier auf in Wildarm, sieh, es kommt gar nicht auf Burgdorf. Und wir machen uns jetzt langsam mal auf den Weg. Wie lange haben wir ungefähr? Zweieinhalb Stunden etwa. Zweieinhalb Stunden, ja, ungefähr zweieinhalb Stunden. Ja, wahrscheinlich werden wir unterwegs noch ein bisschen filmen und ein bisschen Scheissdreck machen. Because reasons, wenn wir es einfach können. Und wir haben einen schönen sonnigen Tag mit dem blauen Himmel und so weiter. Das ist ein bisschen geil. Also, Hurensohn. Burgdorf, 16:16:30. Die Frisur hält. Wir haben es geschafft, wir sind angekommen. Nach Fahrstunde X, keine Ahnung wie lang. Zu lang. Zu lang, definitiv, weil Burgdorf ist im Arsch der Welt. In Bern. Biggie, ich prangere dich an. So, ja, jetzt gehen wir dann langsam mal im Achtal rein, holen uns mal das Bierli und dann suchen wir mal die anderen. Das wird riesig geil. Alles klar. Ladiga. Also gut, wir sind jetzt hier gerade an den Event. Gut, gut. Wir haben hier noch ein bisschen Prominenz gefunden, nämlich den Dave, den Uli-TV. Wunderbar, die Nase kennen wir ja schon. Leider Gottes. Und Andi haben wir auch gefunden. Und das geht auch. Und jetzt noch zuerst etwas zu essen. Genau, der Andi ist gerade morgen, am Nachmittag um 4:30 oder so. Ich krieg noch, ist schon fein. Und den Mann haben wir gefunden. Ist egal. Komm mal vor, als ob du zwei Hirnzellen hättest. Eine für das Leben zu schiessen und eine fürs Pissen. Ist das nicht zusammen? Ja, riesig wohl, Biggie. Oh, ist okay. Schuhe lang gegangen, wie sie es merken. Ja, gut. Ich bin sehr konzentriert. Unsere lieben Swiss Angry Noobs hardcore am Overwatch. Wie geil, Mann. Evil, Mann, wirklich. Komm mit dem Pelzli, komm daher. Ja. Das Beste, weißt du? Gut, weißt du, ich war eigentlich heute auch daheim und dann. Ja, gut. Du musst mal die Mähne wieder abrasieren, oder? Ein bisschen, dass ich da dementsprechend ein bisschen etwas gescheit aussehe, oder? Aber ich denke, ich lasse einfach mein. Können wir nachher hören? Ich bin kein Profi, okay? Ganz easy. Ich bin ein Profi. Ich habe extra noch kleine GT-Streifen vorher gelassen, dass ich so ein bisschen Solidarität mit dem Aspa zeige. Einfach, ich schaue für dich, gell? Nein, das ist eben der ultimative Stinkefinger an Aspa. Hey, schau mal, ich kann den. Du hast auch noch eine. Nein, das ist seine, die ich eben jetzt wieder aufhören. Ich habe eben auch überlegt, ob ich meine auch noch mitnehmen soll. Einfach. Sollte ich, glaube ich, dort hinten noch eine. Mit GoPro. Ich will die Luft holen. Also, du filmst jetzt durch, oder wie? Ja, nein, nur ein paar Schnipsel so. Dass man sagt, dass ich auch da war. Nicht, dass es heisst, genug, Ladida, nicht schon wieder. Du bist mal wieder zu spät gekommen. Nehmen von deinem ersten Sextape, völlig Ahnung. Oh, Mischi. Jetzt sehen wir auch in Real Life. Ja. Ist mit den grossen Hebeln. immer grosse Hebeln. Nur grosse Hebeln. Das ist sensationell. Grosse Hebeln. Dem kann ich erfahren. Das ist
Ja, bitte ins Nasenloch rein. Ja, sicher. Nur ins Nasenloch. Ja, aber nicht mit der Sonne im Rücken. Ja, das ist ein bisschen ganz gay. Das ist sehr gay. Was sind ja für Vlogger? Ja. I love you, better money. ich bin da mit dem Aspa. Mit dem Aspa. Mit Haar. Jetzt noch mit Haar. Oh, les. War dann ja Magic Show. Dann kann ich so mal. Musst du aufnehmen, dann kannst du einen Cut machen. Dann machen wir einen Cut einmal so und dann nachher so und dann bist du zusammenschneiden. Jetzt sag ich, das ist eine geile Idee, das werde ich machen, definitiv. Let's go! Raffi, Event in vollem Gange. Ja. Du bist also begeistert wie ich. Ich habe gerade geschlafen. Ich bin voll entspannt eigentlich. Tief entspannt. Jawohl. Wunderbar. Ja, gut. Was kannst du mir da so an Essen empfehlen, wenn ich einen Kohldampf? Menüs. Es gibt immer zu Mittag und zu Nacht ein Menü. Okay. Ich habe keine Ahnung, was es jetzt so zu Nacht gibt, aber es ist sicher geil. Okay. Weil gestern war es auch gut. Heute Mittag war es auch gut. Okay. Und morgen gibt es Lasagne. Morgen Mittag gibt es Lasagne. Die ist wird nämlich heute schon gekocht. Mm. Hast du schon gesehen? Oh. Töpfchen am Rieren. Les. Ich bin schon ganz fürcht. Ich bin schon ganz fürcht, du Les. Ja. Ja, gut, ja. Gut, Chicken Nuggets. Chicken Nuggets sind gut. Okay, gut. Alles voll. Also, und Pizza. Hoi. Hallo, bist du bereit? Nein. Ach schon, voll. Und gerne mal einfach einen random Bash auf mal rein. Ich finde das völlig in Ordnung. Ja, ja, das ist normal. Also, ich komme nicht keine 5 Meter durch die Halle. Hehe, das ist brav. Das ist noch. Noch, ja. Noch. Noch schon. Let's go! Nee, du hast einfach zu viel Haar. Was ist das? I have kind of feeling left. Ich bin eventuell einfach schlecht in dem. Oder oh, shit. Ich habe dich zu Haar. Das ist wunderschön. Gnadenlos. So lange, Leute. Was ist das? Was? Was ist das? Wann willst du Haare zusammen? Es gibt so einen Moment, wo ich den Raffi abhandle. Das Traurige, wann willst du Haare zusammen? Wahrscheinlich auch ich, weil ich morgen muss aufräumen. Also ich räume dann wahrscheinlich... Ja, aber wenn es erst morgen ist, wird es recht hässlich werden, weil da ist jetzt ein Bild zu bekommen. Ja, das ist... Nein. Ich habe so Befürchtung, wenn andere das Ding in die Hand kriegen. Dann wird es schlimmer. Also jawohl. Ich finde es nicht wieder schlimm, darum ja, jetzt müssen wir die Lockerleiter tun. Nein, ich kann nicht anschneiden. Das ist korrekt. Ja, aber ich bin auch deswegen nicht... Deswegen rasiert sie sich gerade weg. Hey, mir selber. Oh, er geht aus! Scheiße, er hat ein Ding aus!
Oh shit! Also, wir wünschen dir einen ganz schönen Abend. Ich bin doch dran. Schaut euch den Uhren Gus an. Wahnsinn! Merkt ihr noch immer noch Uhu, falls jemand will? Sonst hätten wir Doppelklappe und das ging sicher auch. Ich will noch ein Bild machen mit einer geilen neuen Person. Das muss ich so ins Leere starten. Und jetzt noch eins, das so Wikinger-mäßig nach oben schaut. Wikinger-Dogface. Wikinger-Dogface. Super. Ja, Wikinger-Dogface. Das ist Wasser. Wirklich. Glaube ich nicht. Du musst Wasser. Philipp? Nein, du lässt mich nicht an. Sehe ich aus, oder was? Ach, schon, sie ist ein Vodka und dann... So, mehr kommst du nicht. Okay. Es sieht nach Wasser aus, allerdings ein bisschen nach Bier. Jetzt ist es gerade voll. Ich habe einen Todeshammer. Es ist echt Wasser. Ich sage dir ja. Biggity Statement. Also ich prange das an, dass da Wasser ist. Ja, vor dem Bundesgericht. Ja, ich sage ja, der Event. Mit dem Sit. Gut geschlafen. Okay. Mhm. Das fast da. Okay, wir sind eigentlich fast an der Bar vorne. Aus gutem Grund, was sie nicht da haben. Weil der Weg zu der Bar ist nicht wirklich weit. Ohne meinen Anwalt sage ich jetzt da nicht viel dazu. Ich bin im Anwalt und ich sage auch nicht viel. Ja, wir sind jetzt eigentlich in den letzten Zügen des Events. Wie man hier oben dran vielleicht unschwer erkennen kann, hat Silent G das Finale des CSGO-Turniers hier erreicht. Start in 30 Minuten. Und vor 31 Minuten ist es gepostet worden. Also, wie man es von einer LAN-Party natürlich kennt, der Zeitplan ist nicht vorhanden. Guten Morgen miteinander. Morgen. Oi, wie geht's? Ganz gut, ja, und selber? Sehr gut, sehr nicht schlecht. Wie du siehst, die alten Männer sind die noch mehr. Die alten Männer sind die noch mehr. Udo, hast du überlebt? Ich habe gut geschlafen. Ja, gut geschlafen. Ja. Nicht komatös, aber gut. Ja, mit recht viel Promille im Blut lässt es eigentlich immer gut schlafen. Das ist gut, das soll es jetzt werden. Coordination, yes. Two monsters and one shop. Let's go! Flash! Go for barrels! Nice! Wow! Ja, das war es von der E-Event mal für meinen Teil. Ich habe eigentlich mega mäßig Spaß. Das war riesig geil. Viele Leute getroffen, viele Kollegen getroffen. Dementsprechend viel gesoffen natürlich auch. Und dementsprechend mit einem Kater heute aufgestanden. Aber mein Gott, es wäre keine LAN-Party, wenn ich keinen Kater hätte. Und wir machen... Also mir geht es gut. Ja, gut, du hast wahrscheinlich auch nicht so viel gesoffen. Das stimmt. Okay, gut, ja. Also haben wir das Mysterium auch geklärt, wieso das er fit ist und ich nicht. Was ich. Ja, wir machen jetzt uns auf den Heimweg, auf eine lange, wahrscheinliche Heimreise. Ich rechne mal mit dir bei 3-4 Stunden. Ja, 3 Stunden haben wir sicher. Und ja, ich freue mich dann, wenn ich dann daheim bin, mal duschen und alles. Und dann geht es mit oder so. Dann wäre heute Abend eigentlich noch kurz zu nehmen. Counter-Strike. Stimmt, Dreamhack. Ja, das tue ich definitiv noch. Ja, deine Eindrücke vom Event? Lang. Wenig Schlaf. Nein, es war absolut genial. Also, ich hatte riesig Spass, die ganzen Leute zu treffen. Mm. Dann eine gute Zeit haben. Haufen Scheisschnorren. Meine ersten Tapsiger versuche im PC-Gaming. ja. Zum Glück gibt es kein Videomaterial davon. so wie ein Schimpans auf einer Tastatur rumtätschen. Ja. Aber,
Du, gell? Jetzt hätte ich von dir auch so ein bisschen mehr Unterstützung. Nein, es ist wirklich ein absolut cooles Wochenende. Ja. Eben, ein Haufen tolle Gespräche mit Playvizia-Leuten. Und, mit Gamer und mit alles. Gamer und einfach so... Einfach gute Zeit haben und... Gerne wieder, oder? Ja. Ja. Für mich auch. Super genial gewesen. Ganz super, wirklich. Also... Top Organisation, jenste Leute getroffen, richtig geil gewesen, richtig Spass gemacht. Und ich freue mich definitiv aufs nächste Mal. Gut. Und jetzt erst freue ich mich aufs Bett. Ja, definitiv. Vielleicht merken wir, dass wir sind ein bisschen müde sind. Ja, ja, aber das gehört zu der Antwort. Ich denke es. Ja. So, wir sind wieder zurück in Wiel. Wir haben es geschafft. Wiel, alles klar. Läuft, hä? Gut. Was macht das Wetter? Läuft auch. Läuft auch, hä? Könnte besser sein, könnte aber auch schlechter sein. Ja, gut. Time to say goodbye. So, meine Damen und Herren, wie ihr vielleicht unschwer erkennen könnt, ich bin wieder in Knutzgreich. Ne? Ich bin wieder daheim angekommen, well, gut. Ich war im Burgdorf, ganz genial gewesen. Falls ihr jetzt denkt, was das hier so summt. Ich bin gerade hier bis Nacht am Machen, weil ich auch Kohldampf. Ja, ich war im Burgdorf, ein riesig geiles Event, kann ich jedem empfehlen. Die nächste Event ist Auffahrtswochenende in Arbon, das ist ein bisschen näher bei mir. Ich denke, ich werde dort wahrscheinlich auch vorbeigehen. Vielleicht sogar zum Zocken und nicht einfach nur zum Rumsaufen und zum dumm reinschauen. Ja, was gibt es uns noch zu sagen? Ein riesig geiles Event, super Organisation, ist mega mäßig cool gewesen. Auch ich habe viele Kollegen getroffen von Playvizia, der Biggie, der Mowgli, der Sid natürlich, der Fizzo, der HD, Klonia, alle die Leute, die ich dort getroffen habe, die mit mir zusammen bei Playvizia arbeiten. Riesig geil gewesen, riesig super gewesen. Es ist recht gut gebechert worden. Das Bier ist nicht schlecht gewesen, es war gut gewesen, wir haben es können trinken. Der Wodka war Katastrophe gewesen, das habe ich aber ebenfalls schon angeprangert und ich werde es vor dem Bundesgericht zeugen, wenn ihr auf nächstes Mal keinen besseren Wodka dort habt. Ohne Scheiß. Gut, ja, jetzt gibt es nicht mehr zu sagen, außer vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen eine Einsicht in den Event können, machen, einen guten Eindruck. Und wie gesagt, das nächste Event ist ein Arbon. Auffahrtswochenende, ich weiß es auch nicht genau. Meldet euch, ja, es ist mega mäßig geil und ja, vielleicht sieht man sich dann dort. Adios, miteinander.